So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Legend of Zelda Wind Waker. Es war nicht alleine, es war nicht allein mit einem Elf, es war allein Doppel-Elf. Okay. Das sieht interessant aus. Sieht doch wie das Triforce-Zeichen aus. Warum hat die ein Bild von einem grünen Heldenschwert hier? Oh, Voto, was machst du denn hier, Voto? Bist also am Leben? Die anderen haben gesagt, die hätten dich, diesen Riesenvogel in der verwunschenen Bastion. Ich hätte der Riesenvogel in der verwunschenen Bastion gefressen. Aber du lebst ja. Alles klar, verstehe schon. Du hast mich vermisst, stimmt's? Ich wusste gar nicht, dass du so sehr genießt, mein Untermatrose zu sein. Seit du weg bist, bin ich natürlich wieder das Schlussstrich in der Rangliste hier an Bord. Daher musste ich auch hier die Wache schieben, wie du siehst. Das ist gemein, die anderen schlagen sich jetzt im Portemonnaie kräftig die Bäuche voll. Aber wenn du schon extra wegen mir zurückgekommen bist, muss ich dich natürlich auch bei Laune halten. Gut, lass uns gleich den altbewährten Test machen. Allerdings diesmal etwas schwieriger als beim letzten Mal. Du wirst dich also schon reinhängen müssen. Wie auch schon beim letzten Mal, hängen von der Decke ein paar Lampen runter. Siehst du sie? Beim letzten Mal gab es doch Plattformen, die hochgefahren kamen, nachdem du den Schalter da betätigt hast. Aber diesmal nicht. Im Klartext heißt es, du musst dich also von Seil zu Seil springen, gewirrt. Außerdem habe ich Ziel in Fallgitter angebracht. Das Fallgitter fährt durch Bestätigungsschalter zwar hoch, aber fällt runter, sobald das Zeitlimit verstrichen ist. Und das heißt, leider, auf ein neues. Der Schalter zum Hochfahren des Fallgitters ist da, wo der andere beim letzten Mal auf war, also steig drauf. Wenn du es innerhalb des Zeitlimits ins Ziel schaffst, kriegst du ein paar Bomben, die wir in der Stadt mitgehen gelassen haben. Also häng dich rein. Wieder so einen schönen Parcours. Wir müssen hier drüben hin. Haben wir schon mal ein Seil übersprungen? Können wir wirklich irgendwie so ein Tickgeräusch haben oder. Oh, das war ja einfach. Was? Das hast du auch so schnell geschafft? Du bist echt der Wahnsinn. Oh man, die Nummer hab noch nicht mal ich selber geschafft, aber für ihn war es anscheinend kein Problem. Was wohl aufliegt, wenn ich ihm das wieder so einfach gebe? Ach was. Gut. Du kannst die Bomben haben, bedien dich. Aber erzähl bloß den anderen nichts davon, kapiert? Sprich es mir. Dann haben wir jetzt mal ein paar Bomben. Wunderschön. Bomben. Thank you.
Ganz schön mutig, sich am Eigentum von Piraten zu bedienen. Ich bin erstaunt, dass du dieses Inferno im Turm heil überstanden hast. So wie es aussieht, hast du deine Schwester also noch nicht gerettet. Aber du bist schon wirklich ein leichtsinniges Kerlchen. War das Glück, weil Nico Wache schob. Wäre es ein anderer gewesen, hätte er dich sofort Kiel holen lassen. Aber lassen wir das. Was hast du mit den Bomben vor? Sag bloß, du bist auch hinter Jabos Schatz her. Jabo hält sich nämlich gerade in einer Höhle auf der Rückseite deiner Heimatinsel versteckt. Aber der Eingang wird dummerweise von einer großen Steinplatte versperrt, die man erst kaputt machen muss, bevor man ins Innere gelangen kann. Wir werden die Nacht hier in der Stadt verbringen und mal wieder so richtig gut schlemmen und zechen. Und morgen früh brechen wir dann nach Bredouillen auf. Wenn du die Sache mit Jabo also heute Nacht erledigst, dann geht diese Runde meinetwegen an dich. Betrödelst du aber die Nacht, dann nehmen wir uns morgen früh der Sache an, klar? Beeil dich also, Liebe. Das ist echt der helle Wahnsinn. Denselben Stein wie Captain Tetra. Wen nutzt man denn? Und damit kannst du mit Captain Tetra sprechen? Na, beneidenswert. Wahnsinn, Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Klar, jetzt haben wir die Bomben. Können wir eigentlich ja nach Bredouillen fahren? Okay, diesmal steht der Leuenkönig nicht hier. Ah, da vorne ist er. Guck mal, der Briefkasten zappelt hier schon wieder. Guten Abend, ich bin Briefebote. Hier ist der erste Brief. Ihr Teil hintergeben bekannt. Seine Chance kommt einmal im halben Jahr. Wir führen jetzt auch ganz neue Bomben in unserem Sortiment. Mit Güterklasse A springen. Mit Güterklasse A springen, aber nur Preisklasse C bezahlen. Dieses Schreiben liegt die Terry-Händlerkarte bei, mit der sie auf den ersten Blick sehen können, wo es sich auch ihr Terry-Händler befindet. Allerdings gilt dieses Angebot nicht in allen Filialen. Verpassen Sie nicht die einmalige Gelegenheit, Terry. Nun haben wir jetzt eine Terry-Karte. Karten. Alles klar. Und da drüben ist ein besonderer Terry-Händler, alles klar. Gut. Du scheinst bereit zu sein. Wenn doch das Wort dieses Mädchen verlasst ist, dann werden die Piraten nicht vor Morgengrauen in See stechen. So lange hast du also Zeit, den großen Jabo zu treffen und von ihm den Dämonen in Empfang zu nehmen. Los, Hoto, wir haben keine Zeit zu verlieren. So, unsere Heimatinsel ist hier unten. Heißt, wir brauchen einen Südwestwind. Gut, dann fahren wir doch mal runter. Das könnte halt ein bisschen dauern.
Oi, wieder ein kleiner Hai. Der Hai ist ja ganz schön nervtötend, muss man echt sagen. Vorne müsste auch schon Bredouillen sein. Wir sind ja schon zwei Haie. Die Haie nerven ja gar nicht.
Oder hast du es auch schon bemerkt, seit wir Fuß auf Ishtuk gesetzt haben, das von dem Ungeheuer angegriffen wurde, scheint die Zeit stillzustehen und die Nacht nicht zu Ende gehen zu wollen. Ist das vielleicht der Fluch, von dem Valu sprach? Ein Vorteil hat das Ganze zumindest im Moment. Wenn der Morgen nicht dämmert, müssen wir auch keine Angst haben, die Piraten könnten uns zuvorkommen. Du bist seit langem wieder auf der Heimatinsel. Vielleicht solltest du die Gelegenheit auch dazu nutzen, wieder einmal deine Liebsten zu sehen. Zeit für Jabo bleibt dann immer noch genug. Ist klar. Dann werden wir mal unsere Liebsten in der nächsten Folge besuchen. Ich bedanke mich fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.